Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind in Hamburg hier beim Amtsgericht. Hier war gerade die Verhandlung von Marvin. Ihr kennt Marvin bestimmt aus meinem Video. Wir haben vor circa fünf Monaten ein Video dazu gemacht, wie er vor Gericht die ganze Virologie zum Einsturz bringen will. Und jetzt war hier gerade endlich die Verhandlung. Marvin, wie war es denn für dich? Ja, also ich habe erstmal nicht mit so viel Zuschauern gerechnet. Der Saal war super voll. Sehr dankbar für alle, die gekommen sind. Es war leider nur ein Teilsieg, kann man sagen. Das Verfahren wurde, wie zu erwarten war, eingestellt. Also die Gerichtskosten und so weiter trägt die Staatskasse. Man muss nichts zahlen, keine Ordnungswidrigkeit. Aber das ist natürlich nicht das Ergebnis, was man sich jetzt gewünscht hätte. Ich habe halt mir gewünscht, entweder verurteilt zu werden oder einen Freispruch zu bekommen, sodass man halt irgendwie schriftlich was in der Hand hat. So, wenn es eingestellt wird. Ich meine, die Richter sind natürlich auch clever, die wollen das natürlich auch einstellen, damit sie nicht Probleme bekommen und damit sie da kein größeres Fass aufmachen natürlich, aber das ist nicht das gewünschte Ergebnis. Aber gut, der Richter hat am Ende eine Zeuge noch, Polizeibeamtin geladen, die konnte sich dann an nichts mehr erinnern und dann hat er das Verfahren sofort eingestellt. Also ich hatte auch überhaupt keine Chance an irgendwas zu sagen. Er meinte dann, ja, sie haben hier zahlreiche Beweisanträge eingereicht, aber ich will sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich stelle das heute ein, hat er gesagt. So. Und ich wollte dann ihn für befangen erklären, weil das sozusagen nicht seiner Verantwortung nachkommt. Und das hat er halt auch nicht mehr zugelassen, weil er gesagt hat, das Verfahren ist beendet. Ja, also das war auch für die Zuschauer natürlich offensichtlich, dass das einfach nur peinlich war. Aber gut, der hat einen ziemlich roten Kopf bekommen, der Richter. Aber so ist das. Er hat dann ja auch gleich den Zuschauern gedroht, dann wurde es ein bisschen lauter. So die Leute, ich dachte so, jetzt geht's gleich los, jetzt wird er von allen beschimpft, aber die Leute haben sich zum Glück noch zurückgehalten. Und hat er dann auch so gesagt, von wegen, ja, halten Sie sich zurück, so von wegen, sonst muss ich hier den Saal räumen lassen und sie bekommen eine Anzeige, hat halt sozusagen den Leuten mit seiner Autorität Eindruck gemacht. Ja. Richtig, genau. Ja, er versteckt sich da halt so ein bisschen hinter den Barrikaden, hinter dieser Rechtsfassade. Aber ihm war das sichtlich unangenehm, hat man gemerkt. Aber er hat wahrscheinlich einfach zu große Probleme, wenn er sich darauf einlässt. Ja, also meiner Meinung nach waren jetzt heute auch viele Leute da. Man kann das wirklich auch dann verbreiten, raustragen. Schaut her, wenn ihr diesen Weg geht oder wenn ihr Bußgelder bekommt oder auch bei anderen Themen, bei Impfungen, wenn ihr die Wissenschaftlichkeit sozusagen ansprecht, ja, die Virusexistenzfrage, die ja von allen oder von vielen immer so runtergespielt wird oder ignoriert wird, das ist der einzige Weg, ja, diese Sachen dann zum Erfolg zu führen. Weil eine Einstellung ist ja an sich auch ein Erfolg, ja, da muss man halt das Geld nicht zahlen. Wenn das jeder wüsste, jeder Bürger, müsste sich niemand mehr an diese Regeln halten, müsste niemand die Impfungen oder andere Dinge befolgen und müsste halt sich vor nichts fürchten, weil das funktioniert ja nur auf dieser Furchtbasis. Genau. Kannst du mal berichten, du hast ja auch andere Prozesse in Hamburg mitbekommen, sind die alle eingestellt worden? Ja, alle Prozesse, die die Argumentation benutzt haben mit Paragraph 1, dass die Wissenschaftlichkeit in der Virologie nicht gegeben ist und deswegen die Bußgeldbescheide alle rechtswidrig sind, die wurden alle eingestellt. Das waren jetzt insgesamt 4 Stück, die ich begleitet habe, also inklusive mein eigenem Verfahren. Und die wurden einfach alle eingestellt, auch 2 vom gleichen Richter, ohne Begründung, einfach, ja, ich stelle das jetzt ein, fertig. Und wie war dein Eindruck hier so vor Ort? Also du hast mir ja gestern Abend, hast du mir erst dann geschrieben, so von wegen, ja, hier sind Sicherheitskontrollen. Und dann habe ich, als ich hier reingekommen bin, habe ich halt gesehen, wie am Flughafen, man muss Handys da lassen, ich musste meine Kamera im Auto lassen. Und jetzt hat hier auch jemand von den Zuschauern, ihr werdet ihr gleich hier nochmal die ganzen Einspieler sehen, der meinte auch so, es kam ihm so ein bisschen wie Sabotage vor, dass halt extra hier die Leute draußen gelassen worden sind, dass sie halt bewusst halt eine Schlange entstehen lassen haben, dass sie bewusst einen kleinen Saal gewählt haben. Da habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, wie es hier sonst so ist. Ich bin sonst hier nie. Wie ist so dein Eindruck? Denkst du, es wurde bewusst so gemacht, weil man natürlich auch mitbekommen hat, dass es eine große Medienaufmerksamkeit bekommt? Wie ist so dein Eindruck? Du bist ja auch, hast ja auch hier vor der Schleuse davor gestanden. Genau, also ich war jetzt auch schon öfter hier. Also ich kann mich dem nicht anschließen. Ich finde nicht, dass da blockiert worden ist, habe ich jetzt nicht feststellen können.
Es war eine lange Schlange, weil viele Leute da waren, aber die sind auch dann recht zügig reingekommen. Der Saal ist, glaube ich, tatsächlich der größte, den die hier haben. Also, oder gibt noch einen größeren? Ja, okay, aber der war auf jeden Fall, finde ich, groß. Also natürlich sind nicht alle reingekommen. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie viele nicht reingekommen sind. Aber ich denke mal schon, dass so an die 40 Leute saßen ja dann da hinten im Saal drin. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass der Richter ja von Anfang an weiß, er will das einstellen. Es ist völlig egal, was ich gesagt habe. Es ist völlig egal, was die Zeugen gesagt haben oder nicht gesagt haben in dem Fall. Dass es eingestellt werden soll, das ist von vornherein programmiert. Und ja, das ist ja auch schon mal wertvoll zu wissen. Ja? Wenn man diese Strategie hat, dann hat man eben so stark Recht, ja, dass das Rechtssystem sich nicht mehr anders helfen kann, als das einfach nur einzustellen. Ja, das ist deren einzige Chance, diese Sache überhaupt zu decken. Ja, ja, ich sag mal, dem Richter, den waren halt auch mehr oder weniger die Hände gebunden. Wenn er da tatsächlich gesagt hätte, ich lade einen Gutachter und es wäre halt dementsprechend da rausgekommen, dass die ganze Virologie, dass es halt einfach nicht wissenschaftlich ist, dann wäre es ihm wahrscheinlich genauso gegangen wie dem Richter in Weimar. Oder was würdest du dazu sagen? Ja, genau, das sehe ich auch so. Also der Richter steht natürlich unter extremem Druck. Ich meine, wenn er das gemacht hätte, dann wäre es ihm sicherlich ähnlich ergangen wie dem Richter in Weimar. Oder es hätte andere Konsequenzen gehabt, ja. Der war ja auch dann zufällig 2 Wochen vorher im Oktober, als die eigentliche Verhandlung anberaumt war, dann krank. Ich weiß jetzt nicht, ob das strategische Gründe waren. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich ihn hier im Gebäude während dieser Zeit kurz danach gesehen habe. Der hatte andere OVI-Verfahren, bei denen ich selber im Saal war zu der Zeit. Also er war kurz danach auf jeden Fall wieder gesund und hat dann trotzdem ein halbes Jahr gedauert, bis ich hier die Einladung wieder bekomme. Also da kann man vielleicht überlegen, war das einfach nur sozusagen ärgern oder auf die Folter spannen. Also ich meine, letztendlich ist es egal, ja. Ich will einfach nur damit der Öffentlichkeit zeigen, dass sowas dann einfach eingestellt wird. Jeder kann das verfolgen und nachmachen. Und das ist ja auch schon mal gut. Wie ist jetzt so dein weiteres Vorgehen? Willst du weitere Rechtsstreitigkeiten anstreben oder wie ist jetzt dein weiteres Vorgehen, diese Virenlüge zum Einsturz zu bringen? Ja, also ich habe heute mit einigen Zuschauern gesprochen, die tatsächlich noch Verfahren anhänglich haben, teilweise sogar jetzt in der zweiten Instanz. Also da können wir sicherlich unterstützen und ja, ich werde mich da einfach weiter engagieren in dem Gebiet. Und natürlich, dadurch, dass ich das so publik gemacht habe, das war ja auch mein Ziel, sehen die Leute ja auch daran, hey, das wird einfach eingestellt. Diese Argumente werden überhaupt nicht besprochen vor Gericht. Das wird nicht mal aufgegriffen, das wird einfach eingestellt. Also ist da wahrscheinlich irgendwie ordentlich was heiß am Kochen. Also ganz falsch kann das nicht sein. Und natürlich auch bei Freunden und Familie und so weiter, die das auch mittlerweile alle verstanden haben. Selbst die, die sozusagen super pro waren beim Thema Impfen oder Corona, haben sich mittlerweile bei mir entschuldigt und das auch sozusagen verstanden. Ja. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir ja quasi auch erreichen wollen, dass es einfach eine Aufklärung gibt. Und in welcher Art und Weise die jetzt erfolgt, ob mit Einstellungen oder ob mit einem Urteil, es ist für uns eigentlich egal, weil wir machen es so oder so publik. Und ja, mit der Einstellung ist die Sache eigentlich sozusagen, Schweigen kann auch was sein, ja, kann auch eine Aussage sein in dem Fall. Alles klar, ja, vielen Dank, dass du dich so einsetzt und hier kommen jetzt noch ein paar Eindrücke von der Verhandlung her. Unsere Rechtsprechung ist total im Eimer, also sowas von im Eimer. Der Richter hatte schon sein Urteil, das war so offensichtlich, weil, ja gut, da wurde noch eine Polizistin als Zeugin aufgerufen, aber sie konnte sich nicht mehr erinnern, Thema, das war ein Witz. Also das sollte den Anschein erwirken, oh, das ist eine richtig gute Verhandlung. Nein, war es nicht. Er hat sich ja selbst geoutet, indem er sagt, ja, ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen, ich stelle das Verfahren ein. Und man hatte keinen Bock auf die Sachexpertise und hat deswegen gesagt, okay, dann stellen wir das Ding ein, bevor wir noch mehr Schaden an unserem schon blessierten Schiff erleiden. Ne? So, das war eigentlich im Kurzen mein Eindruck. Und es war ja auch interessant, dass der Richter gefragt, warum er denn jetzt diese Entscheidung getroffen hat, darauf nur auf seine richterliche Souveränität im Grunde verwiesen hat. Also mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ne? Also vermutlich tatsächlich die Idee, jetzt wo das Märchen, das Narrativ sozusagen peu à peu zerfällt, will man einfach nicht noch sich in lange Diskussionen einlassen, die den Schaden, der jetzt bereits ja in der Public Opinion entstanden ist, noch vergrößern könnten. Das ging sehr schnell. Die Polizistin konnte sich nicht erinnern, richtig. Aber als der Richter nochmal nachfragte, ob
da irgendwas mit einer Eidesstandesversicherung oder so. Da konnte sie sich auf einmal erinnern, aber nicht so richtig. Also es erschien mir so, als ob das so eine kleine Komödie vorgeführt wurde. Die Polizistin ging dann auch wieder raus und dann hat dann der Richter dann erklärt, ja, ich stelle das dann ein. Bist du im Saal gewesen? Nein. Wir wurden schon eigentlich, sagen wir mal, auf eine relativ seltsame Art und Weise ultra langsam abgefertigt hier. Ich als extra wegen dem Prozess Zugereister wusste nicht, dass hier irgendwie so eine Art Kombikontrolle, Gerichtssaal und Flughafen stattfindet, whatever. Männlein, Weiblein getrennt. Da ging schon los, dann war ja der Prozess Beginn 10 Uhr. Die Vers hat gefehlt. Genau, und 10.30 Uhr erst auf, also da war schon der Geruch der Sabotage irgendwie in der Luft, sage ich mal. Ne? Wir waren dann doch noch oben und dann kam schon der Herr der Marvin raus aus dem, und hat verkündet, der Prozess wäre eingestellt. Also so, da ist alles in allem halbe Stunde warten und eine Minute Information. bin kein Jurist. Vielleicht haben die ihre formale juristische Gründe. Aber da fragt man sich, ob es unser Gericht und unser Staat ist. Ich hätte ganz gern gesehen, dass 100 Jahre Virologie einfach den Bach runtergehen. Aber das wird nicht passieren, weil die sind einfach zu mächtig.